denkst du, wer ist am meisten verantwortlich für deinen Verkaufserfolg, für den Unternehmenserfolg, für den Gewinn, der erwirtschaftet wird in deiner Abteilung oder in deiner Firma? Mein Name ist Daniel Schäfer, ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und ich weiß, dass ich mit am meisten dafür verantwortlich bin, was in meiner Firma läuft. Und das gilt ganz besonders in Gesprächen mit potenziellen Kunden, mit potenziellen Multiplikatoren und Empfehlungsgebern, nämlich wie gut spreche ich über meine Produkte, mein Unternehmen. Und der Fachbegriff dafür ist der sogenannte Elevator Pitch. Der Elevator Pitch ist ein ganz kleines, kurzes Verkaufsgespräch, was sich sozusagen zwischen Tür und Angel abspielt. Ursprünglich kam es aus der Zeit, wo ein Mitarbeiter sich im Fahrstuhl noch mit hineinzwängte, wo der Vorstandsvorsitzende war, in den 15. Stock hochgefahren ist und da wusste der Angestellte, ich habe jetzt 15 Stockwerke Zeit, also ca. 90 Sekunden, um mich zu präsentieren, um spannend in Erinnerung zu bleiben und vielleicht bei der nächsten Beförderung berücksichtigt zu werden. Nun, du möchtest vielleicht nicht befördert werden, oder doch, vielleicht möchtest du einfach mehr Kunden gewinnen und spannender mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Denn wenn du dich mit anderen über dein Unternehmen und deine Produkte unterhältst und die fragen dich danach nach dem Wetter oder wie letzte Woche Hertha gespielt hat, dann warst du wahrscheinlich ziemlich langweilig. Und das passiert den meisten, dass sie auf die Frage, was machst du eigentlich beruflich, was machen sie eigentlich beruflich, ziemlich langweilig antworten. Die antworten aber richtig, so, ich bin Architekt, ich bin Krankenschwester, ich bin Gastronom, aber langweilig. Warum? Wenn man etwas nennt, was viele Leute schon machen. Wenn du mich fragen würdest, was mache ich beruflich, sage ich, bin Trainer oder Coach oder Berater, dann bist du denken, oh, schon wieder so einer. Ja, in Berlin gibt es ja bis 10.000. Und dann sind wir langweilig. Das Ziel ist also, sich so zu kommunizieren und so kommunikativ zu positionieren, dass wir uns von den Mitbewerbern, die vielleicht alle rot und rund und stehend aussehen, dass wir uns dann auf den Kopf empfindlich, eckig, in einer anderen Farbe positionieren. Also das Prinzip ist, wir müssen auffällig sein, anders, erinnerungswürdig, verrückt geradezu sein, auch in der Kommunikation. Was bedeutet das? Kleines Beispiel. Wenn also der Architekt gefragt wird, wer er sei, dann kann er sagen, ich bin Architekt. Das ist nicht besonders und vielleicht eher langweilig. Wenn er aber sagt, er ist Wunschhaus- oder Wunschtraumdesigner, klingt das ein bisschen anders. Wenn der Personal Trainer gefragt wird, was er ist, der sagt, ich bin Personal Trainer, ist es eher rot statt blau. Wenn er aber sagt, auf die Frage, was er beruflich mache, ich bin Spezialist für Verluste, ich glaube, da hättest du ein Problem, sofort deine unterbewusste Schublade aufzuziehen, sagen, Spezialist für Verluste, kenne ich, 1000 Leute, hast du nicht. Und damit wird etwas erzwungen durch eine spannende, besondere Antwort in Verbindung mit dem einzigen Druck, den du in der Kommunikation im Verkaufsgespräch legal machen darfst. Der einzige Druck, den du machen darfst, ist der sogenannte Druck der Stille. Sie wollen wissen, was ich beruflich mache? Ich bin Spezialist für Verluste. Und jetzt zwingst du damit den anderen zu einer Gegenfrage. Du kriegst die Erlaubnis, weiter für wen Werbung machen zu dürfen, richtig für dich selbst. Also deine erste Aufgabe ist es, nicht, dass du sagst, was du machst, dass du sagst, ich bin Architekt oder ich bin beispielsweise Personal Trainer oder ich bin Coach oder ich bin Berater, sondern du sagst einfach, ich bin klar, etwas Besonderes, aber es sollte irgendwie spannend sein, es sollte passen, es sollte neugierig machen, es sollte in Erinnerung bleiben und deine Zuhörer zwingen, die Frage zu stellen, ja, was heißt das denn? Okay, und schon bist du beim zweiten Schritt und du kannst wesentlich mehr Werbung machen. Gut, was ist der zweite Schritt? Was machen jetzt die meisten? Ja, in einem Standardgespräch, in einem Vortragsabend, wo es dann eine kleine Suppe gibt und man trifft sich im Vorraum, und steht, stehen alle zusammen und jetzt fragt dich vor der Gruppe von 5 anderen ein anderer, was machst du beruflich? Du sagst, ich bin Spezialist für Verluste oder etwas ähnliches. Und jetzt, was machen die meisten? Die erklären. Ja, so als Personal Trainer, da mache ich eine Ist-Analyse, die gehen auf die Waage, dann wird das Fett gemessen und dann gucken wir, wie schnell du schwitzt und ob du überhaupt Sauerstoff in deinem Blut noch speichern kannst und dann machen wir einen Trainingsplan, machen einen Ernährungsplan, machen einen Aufbauplan und dann gleich, ja, und dann der andere schläft schon, hat seine Suppe ausgelöffelt und guckt schon im Handy nach, wie die Fußballergebnisse sind. Also wiederverkommen. Deshalb ist der zweite Schritt nicht derjenige, dass du wieder erklärst. Bitte keine Erklärungen. Sondern das, was Menschen brauchen, sind die Sprache des Gehirns. Geschichten. Stories. Das heißt, deine Aufgabe ist es, eine Story zu entwickeln, eine Storyline zu entwickeln, wo du die Möglichkeit hast, einen Protagonisten zu haben. Also eine Person, die
bevor sie dich getroffen hat, in der Vergangenheit viele, viele, viele schlimme Probleme hatte. Das ist die Vergangenheit. Und dann hat die Person als nächstes dich kennengelernt, deine Leistung, deine Methoden, deine Produkte, was auch immer du anbietest. Und danach war alles schön. Vom Schlechten zum Guten, vom Kleinen zum Großen. Und du bist hier die Person, die mit deiner Methode irgendwann in die Story eingetreten ist. Nur was bedeutet das? Wenn jetzt der Spezialist für Verluste gefragt wird, was machst du beruflich, kann er sagen, ich kann die Geschichte von mir erzählen. Der ist morgens aufgestanden, hatte gleich Knieschmerzen und die Klamotten wurden immer enger, die Zahl auf dem Messinstrument in der Ecke immer größer. Dann hat er die Wohnung verlassen. Die Nachbarn lachten über sein Übergewicht, seine Kollegen und auch seine Traumfrau, die eben im Zimmer gegenüber saß im Büro, die sich nicht traute, aufgrund seines Gewichts anzusprechen. Dann ist er nach Hause gefahren, ziemlich traurig und wollte auch mal einen Strand, aber hat sich nicht mehr hingetraut, weil das letzte Mal Greenpeace gerufen worden ist und ihr versucht hat, zurück ins Wasser zu schieben. Und da hat er mich kennengelernt. Mich als Spezialist für Verluste mit der NBA-Methode. Und ich habe ihn mit ihm zusammengesetzt, ich habe die NBA-Methode angewendet und was passiert? Erstens, er hat sein Wunschgewicht erreicht. Zweitens, er hat es heute noch. Und drittens, er hat seine Kollegin endlich heiraten können, weil er sich getraut hat, den Antrag zu machen. Was ist jetzt passiert? Hast du die Geschichte gehört? Filtern können? Nun, unser Gehirn funktioniert in Geschichten. Das ist deine Aufgabe, so eine spannende, emotionale Geschichte zu erstellen, die insgesamt die Neugierigkeit erhöht und auch deinen Zuhörer zwingt, weil du jetzt wieder einen Druck der Stille machst. Und hier passiert was in diesem Druck der Stille. Dein Zuhörer überlegt, ist das was für mich? Kenne ich jemanden, für den das was sein könnte? Und diese Zeit darfst du ihm geben. Und wenn du es geschafft hast, jetzt hier diesen Spannungsbogen, der immer weiter hochgeht durch deinen Pitch, sauber zu setzen, das kannst du trainieren, ständig jeden Tag im Gespräch, dann wird er dich als nächstes fragen, ja, was hast du denn da gemacht mit deiner NBA-Methode oder wie gehst, was ist denn so besonders bei dir? Und jetzt merkst du schon, aha, interessant, der Fisch ist schon ein Haken, du könntest ihn schon langsam rausziehen. Also die dritte Aufgabe ist jetzt, nicht wie alles kaputt zu machen. Ich, als ich früher angefangen habe als Coach, habe ich an der Stelle alles erzählt. Alter, ich habe die Methode, die ACDF, dann habe ich die Doppelseite Goal-Ziel gesetzt und Coaching-Smart-Ziel, habe denen alles erklärt, wie so ein Coach arbeitet. Circa 2 bis 3 Stunden, mit dem Ergebnis, dass mein Interessent dann irgendwann den Raum verließ mit so einem Kopf und der Meinung war, könnte nach Hause gehen, sich selbst coachen. Also bitte mach diesen Fehler nicht und erkläre nicht alles, wie genau deine Methode funktioniert. Die ist doch geheim und toll und an, du willst sie für dich behalten. Hatte ich das nicht noch nicht überzeugt? Nun, wenn du Weihnachten in den Raum kommst und unter dem Weihnachtsbaum stehen lauter Geschenke, die sind nicht eingepackt, wie spannend ist das? Nicht so spannend. Deshalb, die dritte Stufe deines Pitches ist die Verpackung deiner Methode, deiner Leistung, deiner Einzigartigkeit. Das heißt also, du überlegst dir hier nicht den Prozess, die Prozessbeschreibung, was du alles machst und deine Geschäftsgeheimnisse preisgibst, um Gottes Willen, sondern du überlegst, wie du hier eine Verpackung aufbauen kannst. Und diese Verpackung kann sein, eine Methode, ein System, ein Konzept. Also du hast irgendetwas, vielleicht hast du einen Namen dafür entwickelt, die smarte Power-Methode. Ja? Apple hat ja auch nicht ein Handy gemacht, sondern ein iPhone. Also du machst dir einen Gedanken, wie du deine Methode, dein Geschäftsgeheimnis verpackst, wie zu Weihnachten die Geschenke. Die NBA-Methode. Ja, da wollen wir natürlich wissen, ja, wie kann ich jetzt da mehr erfahren? Und dann gibt es jetzt hier nicht, oh, ja, hier ist meine Visitenkarte, ruf mal an. Den Fehler habe ich häufig gemacht mit dem Ergebnis, dass von 10 Leuten manchmal 11 mich angerufen haben. Deshalb, hier ist es wichtig, dass du ein sogenanntes unwiderstehliches Angebot machst. Also, dass der andere freiwillig gerne seine Visitenkarte dir gibt oder etwas freiwillig von dir nimmt mit einem Wertangebot, wo er ein hohes Bedürfnis hat, das weiter zu verschenken oder für sich selbst zu nutzen. Das kann zum Beispiel sein, ein Gutschein. Das kann zum Beispiel sein, ich schicke eine E-Mail zu mit einer Konzeptbeschreibung. Das kann auch einfach eine Karte sein, mit der Visitenkarte, wo die Möglichkeit hat, sich einzutragen. Wichtig ist nur, du hast mit erwachsenen Menschen zu tun. Und ein Erwachsener will nicht immer nur eine Methode und das war's. Und die wollen in der Regel mindestens A oder B zur Auswahl haben. Wie würde das jetzt bei einem Personal Trainer lauten? Ganz einfach. Du möchtest mehr über meine Methode wissen? Und ich kann dir entweder eine E-Mail schicken oder mit einem Link zu meiner Webseite oder einem YouTube-Film, wo alles erklärt ist. Ich kann dir aber auch einen Gutschein mitgeben für ein kostenfreies Probetraining.
Und wenn du jemanden triffst, der meine Leistung brauchst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einfach weiterhilfst. Das ist wie Rekrutierung um die Ecke durch Dritte, dass er vielleicht gar nicht traut, sich selbst dort einzuladen, sondern er gibt ihn weiter oder er lehnt an sich. Zusammengefasst, also Elevator Pitch, machst du dir genau Gedanken über jedes Wort, über jeden Satz, über jede Story, über jede Struktur und über jede Pause. Ich bin Spezialist für Verluste. Klappe halt. Micha, und da kommt die Geschichte von Micha, wie er Probleme hat und inzwischen verheiratet ist und schlank. Ja, wie hast du es gemacht? Nach der Pause? Ich habe eine Methode entwickelt und die ist top geheim, aber funktioniert. Ja, wie funktioniert die? Und wir stehen dieses Angebot, du kannst dir das angucken, da brauche ich aber deine E-Mail-Adresse, dann kann ich dir den Link zuschicken. Oder du kannst dir einen Gutschein geben, ein werthaltiges Dokument, das du einlösen kannst oder weitergeben. Und damit bist du am Ende. Das Ganze darf dann ca. 60 bis 90 Sekunden dauern. Was ist jetzt das Besondere an dem Pitch? Nun, es ist vor allen Dingen ein großes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Lösungen, die du zum Elevator Pitch hörst, kein Monolog. Denn wenn du mit jemandem am Tisch redest, im Fahrstuhl redest und du spulst das ab, ich bin Personal Trainer, ich kann die Geschichte von Michael erzählen, ich habe die Methode, das sind meine Gutscheine, denkst du auch, er hat einen kleinen Schuss leicht in der Schüssel. Deshalb ist das hier ganz klar aufgebaut als ein Dialog. Möchtest du daraus aber einen Vortrag machen, ist das auch relativ leicht möglich. Indem du das Ganze als Monolog aufbaust und sagst, konzipier das als Vortrag und zum Schluss kommt noch der fünfte Punkt hinzu, dass du einfach mal deinen Namen sagst, dich vorstellst und deine Firma nennst und vielleicht wen du suchst oder wer deine Kunden sind. Dann bereitest du genau diesen Ablauf als Vortrag vor und zum Abschluss, mein Name ist Michael Meyer und ich bin Spezialist für Verluste. Ich freue mich auf Menschen, die Interesse haben, gesünder zu leben, schlanker zu leben und ihr Leben besser zu genießen. Ich freue mich auf weitere Empfehlungen. Sie könnten mit mir in Verbindung treten, Gutschein oder dann eine Website. Ich wünsche dir nun viel Erfolg, das hier für dich zu entwickeln. Und achte darauf, wenn du zwei oder drei Zielgruppen hast, dass du nicht nur einen Fahrplan oder eine Story hast, sondern vielleicht ein, zwei, drei verschiedene Geschichten, mit denen du hier variieren kannst. Und wenn du diese Variation erschaffen hast, dann geht das Training los, jeden Tag. Bis du dich darauf freust, erstens mit anderen Menschen über das zu sprechen, was du beruflich machst. Und zweitens, beobachte ganz genau, wonach sie dich nach jedem Satz fragen. Fragen sie dich nach dem nächsten Schritt. Oder nach dem Wetter von morgen oder dem Fußballspielergebnis von gestern. Letztes beides, war noch langweilig, Coach aufsuchen, verbessern, trainieren, bis du hier richtig spannend bist. Und das wünsche ich dir. Spannenden Pitch, viele Aufträge, viele Umsätze. Dein Dank, Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.